Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder so 50 bis 60 Likes aufs Video hauen würdet. Würde mich echt richtig, richtig freuen. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Willkommen Leute zu einer neuen Runde Survival Games auf dem gomad.net Server. Wir spielen die Map Murmeltier Games und ich versuche mal heute eine gute Runde hinzukriegen, denn es ist die erste Runde auf meinem Kanal seit dem Restart und ich möchte natürlich auch gutes Gameplay bieten. Dafür kann es auch sein, dass die Runde vielleicht etwas später kommt, weil es ist jetzt echt schon keine Ahnung, ob ich Winteraufnahmen versuche. Jedenfalls, okay, der Stuff geht ganz in Ordnung, schon für den Anfang. Also ich versuche auch mal hier nach oben zu gehen. Ich bin auch der Einzige mit diesem Vorhaben. Aber, man sehen, vielleicht habe ich ja Luck. Und habe hier was Gutes. Man sehen, oh ja, oh ja. So, man sehen. Okay. Ich gehe jetzt runter, bevor da irgendjemand kommt. Okay, den können wir töten vielleicht. Ich weiß nicht. Ich gehe dem mal nach. So. Okay, vielleicht gleich mal einen kriegen. Das wäre eine gute Idee auf jeden Fall. Wow. Ich habe auch echt viel SG geübt. So. Also in den letzten Tagen oder auch im Livestream haben das ja einige mitbekommen. Und die Runde läuft echt richtig gut für den Anfang. Wirklich, Leute. True Story. Soll man sehen. Wir konnten eigentlich auch noch so ein bisschen drüber reden, was denn halt eine gute SG-Runde ist, meiner Meinung nach. Also für mich ist eine gute SG-Runde nicht unbedingt eine Runde, die man gewinnt. Klar sind diese Runden auch gut, aber meiner Meinung nach ist eine SG-Runde eine gute SG-Runde, wenn man einfach ins Deathmatch kommt. Das reicht meiner Meinung nach, damit ich eine SG-Runde ans gut bezeichne, ja. Und ich glaube, der hier hat keine Waffe. Das heißt, wir können dem eventuell mal nachgehen und sehen. Ich habe jetzt auch keine Angel oder sowas. Und ich glaube, da wurde ich gerade zurückgepackt mal ganz kurz. Oder hat es mal kurz geleckt. Wer weiß. Ich targete den jetzt mal ein bisschen vielleicht. Also ich hätte ihn einfach zurückgepackt. Warum? Ich mag ja targeten eigentlich selbst auch nicht. Ich weiß, aber ich habe jetzt auch Nachtjoin ausgemacht im Moment. Nur es ist dann einfach so, ich werde auch oft getargetet und deshalb targete ich halt manchmal auch, aber gut, jetzt hier ist mir echt ein bisschen zu arm. Oder, ich meine, sonst werde ich wieder ans Arm abgestempelt am Ende, sonst kriege ich den mal nicht nach. War jetzt nicht da wieder so dumm rum, na? Da müssen wir schon fast auf und drauf gehen. Ich weiß ja nicht, dass er dann, was er macht, vielleicht hat er auch eine Waffe und ist low. Und da hinten ist auch ein Typ, der schon relativ gut ausgerüstet ist. Ich gehe mal weg. Na gut, ich bin halt mit Teams verboten, von dem her. Oh, 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 eine Die-Axt. Okay. Versuche jetzt doch noch mal wegzukommen, ja. Komme ich wahrscheinlich auch. Oh, da ist unser anderer Kollege von vorhin immer noch da. Der ist immer noch am Rumdörken irgendwie. Keine Ahnung, was er vorhat. Auf jeden Fall ein Schwert hat er ja, sehe ich. Ein Schwert hat er ja. Wahrscheinlich muss ich irgendwie in den Lavasee reinjoppen. Okay, und der andere werden jetzt killen, denke ich mal. Oder doch nicht? Okay, doch. Aber jetzt tun. Oh, shit. Okay, ich bin tot. GG Multi. GG. Okay, aber ich würde sagen, da machen wir noch, wir haben noch eine Runde hinten dran. Bis gleich. Jo, und da sind wir auch in der zweiten Runde jetzt. Wir spielen nochmal Murmeltier Games. Mach ich die Map einfach feier. Oh, sorry Leute. Kurzer Aufstoß. Ich feier die Map einfach und ich mag die. Ich mag die. So, mal sehen, was wir jetzt kriegen. Es wäre schon geil, wenn ich noch einmal ins Deathmatch kommen würde, wenigstens. Oder ein bisschen besser ins Stuff kriegen würde. Okay. Habe ich jetzt aber leider nicht gekriegt. Das heißt, die Runde ist wahrscheinlich jetzt direkt schlecht oder so. Ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich versuche es nochmal. So mit der kleinen Taktik oder dem kleinen Ziel hier nach oben zu gehen. Okay. Gut. Ah, es geht jetzt. Wir hätten besser einen Stuff kriegen können, also. Oh shit, die Schusszeit ist schon vorbei. Da war die andere Runde vorhin auf jeden Fall besser. Vom Stuff her. So, du hier. Hi. Alles klar bei dir? Ne, anscheinend nicht. Gut, dann eben nicht. Ja gut. So, wir machen das mal auf die 2 hier. Das auf die 3. So, gut, aufpassen. Und direkt weiter. Gut. Es ist aber bei mir einfach immer so, meistens bei einer SG-Runde, ich kill jemanden, ja, und das war's. Ist halt meistens so. Aber es gibt dann schon auch wieder Runden, wo ich einfach mal wieder 2-3 Kills mache. Oder ich hatte gestern eine Runde mit 7 Kills. Die habe ich auch gewonnen am Ende sogar. Aber ich habe sie leider nicht aufgenommen. War ein bisschen schade. So, hi. Na, du? Okay, den gehe ich jetzt mal nicht nach. Ich gehe mal lieber zu dem da nach unten. Oh, ich habe ein Steinschwert, sehe ich jetzt erst. Lol. Okay, nice. Mal sehen. Man kommt doch hier rein, so nah. Ah, da ist da drüben. Hier kommt man hier rein, na. Oder doch nicht? Okay, ist jetzt da auf jeden Fall. Da draußen.
Nice, Janin. GG. Okay. Das hat das Blockhitten auf jeden Fall gelohnt. So, zack. So, nice. Alter, nice, Leute. Die Runde läuft. Okay, die Runde läuft. Wir haben schon mal mehr als zwei Kills gemacht. Mehr als ein Kill gemacht. Und das ist meiner Meinung nach so das Wichtigste. Nicht das Wichtigste, aber etwas Wichtiges, was man an der Sache mal schaffen muss. Mehr Leute killen, als man, oder mehr mal Leute töten, als man stirbt. Weil, ich sag mal, wer eine 1er KD hat, ist eigentlich schon ein ganz guter Spieler, meiner Meinung nach. Weil es ist mein Ziel ja auch so, dass ich meine KD mal auf 1 bringe demnächst. Aber ja, das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, denke ich mal. Oh, wir haben Kompass, sehe ich. Nice. So, darf man auf die 9 nehmen. Zack, was gibt's hier? Nichts mehr, okay. Gut. Dann sehen irgendwie, ich finde es nach Runden ultra spannend, wo man einfach nie weiß, ja, hat man jetzt gut, da ist eine Kiste, ja, und jetzt ist ja guter Stuff drin oder nicht. Aber man, ich muss mich ein bisschen besser konzentrieren mal. Ich versuche mal zum Spawn zu gehen, um mein Steinschwert zu enchanten. Oh fuck, da ist einer mit Full Iron. Okay, ich bin weg. Ich weiß übrigens gar nicht, wo der Zaubertisch hier ist, wenn ich bin. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich weiß nicht, soll ich mich auf den Kampf einlassen? Ich weiß echt nicht, habe ich einen Bogen? Nee, auch nicht. Ah! Pfeil auch nicht. Okay, gut. Dann wird es auch unser Tod sein. Weil dann ein Eisenschwert und so. Ich hätte noch einen Heiltrank gehabt. Aber okay. Ich meine einfach nur weglaufen von den Leuten und sowas mache ich. Ich laufe grundsätzlich nicht weg von Leuten, weil ich spiele da schon etwas offensiv. Aber ich würde sagen, wir machen einfach noch eine Runde QSG so hinten dran. Damit da doch auch vielleicht noch etwas mehr Kills zu sehen sind. So, hijacked. Direkt da rein. Alles schön uncut. Mal sehen. Ich achte schon gut eigentlich darauf, dass auch das Gameplay nicht gerade das Schlechteste ist. Aber es kann schon auch vorkommen, dass man einfach einen schlechten Tag hat. Und ja, dann ist es dann so. Gut, den hier können wir uns auf jeden Fall holen. Lol, da ist meine Maus noch wieder am Rumbuggen. So, tschüss. Okay, kommt da einer? Ja, da kommt einer. Okay. Der schießt jetzt mit dem Bogen da. Ernsthaft. Na gut, dann holen wir uns den mal schnell. Hi. Oh, der wird zurückgepackt. Hä? Okay. Der Leck des Todes. Alles klar. Läuft bei ihm. Gut, dann noch nicht so gute Rüstung. Die müssen wir schnell aufbessern. Vielleicht mit dem hier. Okay, nice, GG. Jo, läuft. Okay, die Kills sind auf jeden Fall geil. So, das machen wir auf die 3, das auf die 2. Oh, shit. Da hat mich jemand mit dem Bogen gehittet, glaube ich. Und ich freue mich richtig, wenn ich dann irgendwann mal meine neue Maus habe, also die Rockets Tyen. Und dann einfach so diese ganzen Hotkeys auf der Maus habe. So, und da sind wir leider auch gestorben, aber auf jeden Fall 3 Kills. Ich kann auch mal meine Stats sein bei QSG, wenn es interessiert. Mein KDA ist hier immerhin fast 1 und es ist auch so ein Ziel von mir auch, die auf 1 zu bringen. Und ich habe mittlerweile schon 11.000 Punkte. Holy shit. Also immer so zum Vergleich, vor einer Woche hatte ich noch 7.500 oder so. Also ich habe echt viel QSG gespielt, wie man schon merkt. Und ich glaube, ich habe mich schon auch wieder ein bisschen verbessert darin. Aber ja, jetzt habe ich erstmal einen Sommerferien. Ja, wie ihr vielleicht auch alle wisst, ich habe jetzt Sommerferien und darin werde ich natürlich viel PvP üben. Und ich hoffe natürlich auch Übung nach dem Meister und so. Und dadurch werden wir natürlich auch besser. Jedenfalls würde es mich sehr freuen, wenn ihr wieder so 50 bis 60 Likes aufs Video hauen würdet. Würde mich echt richtig freuen. Ja, denn wenn ihr das immer schaffen habt jetzt, dann sage ich mal so, dann hat sich der Kanal, das hat auf jeden Fall gelohnt. Denn die aktiven Leute, die schauen ja zu und wer nicht aktiv ist, der gilt ja wieder, aber na gut, darüber möchte ich eh nicht mehr reden. Wir sehen uns heute. Peace out.